Ganz herzlich willkommen zu diesem Video Placebo-Effekt. Was ist das und was bringt das im Kontext zur Schwangerschaft, zur Geburt und dein ganzes Leben? Das wird hochinteressant, weil die Jasmin ist ja Ärztin, Neurowissenschaftlerin und hat sich sehr, sehr mit diesem Thema beschäftigt, erforscht. Da wollen wir ein paar Fragen gerne von dir, Jasmin, ins rechte Licht gerückt bekommen haben. Gerne. Was ist denn Placebo-Effekt? Die meisten kennen das Wort irgendwoher. Was ist die Erklärung dahinter? Placebo-Effekt ist ein Scheinmedikament, was trotzdem eine Wirkung hat. Also es wird normalerweise in Medikamentenstudien eingesetzt. Das heißt, ich vergleiche ein Medikament mit einem Wirkstoff gegenüber einer Zuckerpille, in der kein Wirkstoff drin ist. Mhm. Und spannenderweise hat eben auch die Zuckerpille echte Effekte auf den Körper. Und das macht dieses Video hier so speziell, weil jetzt gehen wir dann in die Tiefe. Kann man also sagen, Jasmin, schlussendlich ist es ja gar nicht unbedingt das Heilmittel, das versprochen wird, oder das Medikament, sondern eher oder ganz bestimmt die Erwartungshaltung, die man damit verknüpft, der Glaube, der dahinter steckt. Genau, das ist praktisch die Essenz aus 100 Jahren Placebo-Forschung, dass es tatsächlich reicht, eine Erwartung in einen Menschen zu geben und dann kann unser eigenes Gehirn aufgrund dieser Erwartung unglaublich viele Substanzen produzieren, die genauso wie Medikamente wirken. Also wir können Schmerzmittel produzieren, wir können uns in einen Trance-Zustand versetzen. Das alles kann unser Gehirn selbst machen, aber es braucht natürlich die Anweisung. Das heißt, Wenn ich in die Erwartung reingebe, hey, ich brauche jetzt gerade mal ein Schmerzmittel oder ich brauche gerade etwas zum Einschlafen oder ich brauche gerade etwas zum Aufputschen, dann kann unser Gehirn das produzieren. Und was du lehrst, ist, wie wir unser Gehirn anleiten, dass es das dann tatsächlich auch macht, das, was wir wollen. Da sprechen wir jetzt gleich noch darüber, was für eine Verknüpfung mit dem sanften Geburtstraining dahinter steckt, weil wir ja dann eben das Gehirn lenken, wie wir denken, lenken, wie wir fühlen. Genau noch gesagt, wir lenken unsere Aufmerksamkeit und worauf man sich konzentriert mit der Aufmerksamkeit, da geht die Energie hin, da ist die Erwartungshaltung. Und die kann jeweils ins Übelste oder ins Beste gehen. Beides ist immer möglich. Und unser Gehirn folgt uns. Also wir sind tatsächlich in der Lage, unserem Gehirn Anweisungen zu geben, uns Bilder vorzustellen und unser Gehirn folgt dann und produziert tatsächlich echte Medikamente in unserem Kopf, die dann unseren Körper physiologisch auf körperlicher Ebene verändern. Körpereigene Botenstoffe, biochemische Substanzen, die in deinem Körper dann das bewirken, was grundsätzlich, du kennst das ja in der Medizin, Morphium zum Beispiel bewirkt, das Schmerzmittel Nummer 1, glaube ich, im ärztlichen Bereich, wenn es um Schmerzen geht. Was hat das jetzt für eine Bewandtnis, wenn wir jetzt das zusammenfassen nochmal? Deine Erwartung, dein Glaube wird deinen Körper zu etwas hinführen. Das kann man selber steuern. Wie können wir das verstehen mit Schwangerschaftsbeschwerden, mit Schmerzen unter der Geburt? Weil, bevor ich dich gerne noch sprechen lasse, weil wir sind ja, das ist so in unserer Kultur vollgestopft worden mit diesem Glauben, Geburten müssen nun mal einfach wehtun. Da musst du durch, das dauert halt einige Stunden und da kannst du nicht viel tun dafür. Das ist ja nicht gerade die beste Erwartungshaltung. Richtig. Placebo-mäßig, ja. Ganz, ganz tief verwurzelter Glaubenssatz, dem ich ja letztendlich auch verfallen bin, als ich selbst schwanger war. Mhm. Und eine tiefe Erwartungshaltung. Und wenn wir jetzt wissen, wir haben die Macht, unser Gehirn folgt dem, woran wir glauben, dann ist es tragisch, wenn wir daran glauben, dass eine Geburt lange dauert und schmerzhaft sein muss. Aber wenn ich es weiß, kann ich mich verändern, ich kann diese Macht für mich nutzen und ich kann sagen, nein, ich möchte das nicht annehmen, was die anderen mir erzählen. Dann rede ich vielleicht eine Weile nicht mit den anderen und ich gucke mir bitte auch keine YouTube-Videos über Geburten an, sondern ich erschaffe eine ganz neue innere Realität. Vielleicht gucke ich mir die Videos an, die bei dir auf der Webseite sind, wo es echte Frauen gibt, die sagen, hey, meine Geburt hat 2 Stunden gedauert und es war ein wunderschönes Erlebnis. Und wenn ich das glaube, wenn ich mich 9 Monate lang oder 2 Monate lang
darauf vorbereite, in diesem Glauben zu sein, dann wird meine Geburt absolut anders ablaufen. Das Gleiche mit Schwangerschaftsübelkeit. Ja, war bei mir auch klar, naja, dann ist dir halt mega schlecht. Ja, da war mir dann auch mega schlecht. Aber muss das wirklich so sein? Oder kann ich auch in mir diese Realität erzeugen, dass eine Schwangerschaft wunderschön sein kann und ich in Einheit mit meinem Körper sein kann, in Glückshormonen, in dieser fröhlichen Erwartung, in dem Wissen, dass es meinem Kind gut geht, dass es sich ganz normal entwickelt, weil das halt eben so ist. So ist unser Körper angelegt. Und wenn ich so in die Schwangerschaft gehe, dann darf sie wunderschön werden. Also, das wünsche ich jeder Frau. Du sagst es, wie es ist, das Gehirn, du bist ja eine Neurowissenschaftlerin, trainiert sich die ganze Zeit darauf, gewisse Muster als Gewohnheiten abzuspeichern. Und wenn das halt ein Muster ist oder eine Überzeugung und somit eine Erwartungshaltung als Placebo, Erwartungseffekt, das wird halt schmerzhaft, dann produzierst du das selber. Das ist ja die Essenz aus diesem ganzen Gespräch, oder? Und genau, und eine Erkenntnis aus der neueren Gehirnforschung ist tatsächlich, dass unser Gehirn nicht unterscheiden kann zwischen einem äußeren Ereignis und einem inneren Gedanken. Das heißt, ob ich einen Fußball sehe oder ob ich an einen Fußball denke, aktiviert die gleichen Areale im Gehirn. Das können wir inzwischen messen. Wir haben inzwischen so feine Messmethoden, dass man den Blutfluss im Gehirn messen kann. Und wenn ich das weiß, wenn ich weiß, es reicht, an den Fußball zu denken, dann reicht es auch, an diese wunderschöne Geburt zu denken. Dann reicht, also ich kann praktisch Gesundheit trainieren, indem ich immer wieder daran denke und mir vorstelle, wie wunderschön das sein wird. Und dann folgt die äußere Realität. Es geht nicht anders. Wir können das Gehirn trainieren. Und es macht dann das, was wir uns vorgestellt haben. Und der Körper folgt. Ja. Das ist genial. Also von zusammengefasst noch einmal, was wir jetzt hier eigentlich vermitteln wollten in der komprimierten Form ist, wenn du schon schwanger bist, wenn du ein Kind in dir trägst, du hast das 40 Wochen unter deinem Herzen heranwachsen lassen, dann tu das bitte in Glückshormonausschüttung. Schau dafür, dass du Ängste verabschiedest. Schau dafür, dass du die besten Erwartungshaltungen aufbaust und geh mit dieser großen Freude ins Geburtszimmer. Es geschehen zauberhafte Dinge, weil der Glaube versetzt Berge. Richtig, Jasmin? Ja, absolut, absolut. Und das wünschen wir dir. In diesem Sinne, alle Kraft sei mit dir und konzentriere dich einfach auf das, was das Schönste sein darf, weil vor dir Jahrtausende lang haben das Millionen von Frauen auch erleben dürfen und das kannst auch du. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.